Nachdem all die Jungpflanzen ihren Platz im Garten bekommen haben, kommt es jetzt auf die Pflege drauf an. Und da nehme ich euch jetzt mit, welche Aufgaben ich genau mache, damit ich die Pflanzen kräftig stark mache, damit ich dann eine zeitige Ernte einfangen kann. Die momentane Hauptaufgabe bei mir besteht darin, dass ich die Tomaten mit Hilfe von den Tomatenhaken hochbinden werde. Dafür habe ich mir jetzt zum Beispiel spezielle Pflanzclips, Tomatenclips gekauft, damit ich dann nicht mehr an die Tomaten das Band ranbinden muss, weil da gab es manchmal die letzten Jahre immer Probleme, dass ich dann zu fest und zu eng das angebindet habe, und dann kann es ja dann sein, dass man dann vielleicht den Fluss von dem, also diesen Wasserfluss von der Pflanze etwas stört und die vielleicht auch etwas mickriger wächst. Deswegen haben wir jetzt einfach diese Pflanzclips besorgt, dass ich einfach nur das Seil an den Clip binde, den dann um die Pflanze drum mache und dann einfach schön hochleite. Mit mehreren Umdrehungen natürlich, damit es da nicht zu irgendwelchen Lücken kommt, weil in diesen Lücken kann dann sein, dass die Pflanze einknicken kann. Und währenddessen ich dann die Tomaten aufleite, tue ich sie natürlich auch ausgeizen. Ausgeizen bedeutet einfach, dass man die Seitentriebe, die sich an den Achseln immer weiter bilden, rausknipsen, weil dadurch, wenn ich das jetzt zum Beispiel nicht machen würde, dann wird die Pflanze sehr buschig und bekommt zwar mehr Früchte, aber die sind dann tendenziell etwas kleiner und dann hat man auch etwas größere Probleme mit der Belüftung, weil sie halt dann mehr auf dem Boden rumwächst und die Früchte brauchen dann auch länger zum Reifen, weil zum Beispiel dann weniger Sonne auf die Früchte kommt. Hier auf der Terrasse binde ich die Gurken auch an Tomatenhaken an, damit die da raufklettern können. Die haben auch noch Tomatenstäbe zusätzlich, damit die hier auch nochmal mit Seitentriebe raufklettern können, weil ich mag die Gurken ehrlich gesagt nicht so ausgeizen, auch wenn sie da vielleicht dann größere und bessere Früchte bekommen. Jedenfalls da und im Hochbeet. Bei mir, wo ich dann jetzt ganz hinten am letzten Hochbeet habe ich dann auch Gurken reingesetzt. Da habe ich nur Tomatenstäbe und Bambusstäbe mit reingesetzt, damit die da hochklettern können. Und weil das Hochbeet ja sowieso etwas erhöht ist, ist es ungefähr 1 Meter groß, so 80 Zentimeter bis 1 Meter, Entschuldigung. Und da können die auch ein bisschen runterwachsen und da ist es dann vielleicht auch eventuell so, dass dann die Gurken da einfach runterhängen können, ist dann auch einfacher zu ernten. Jedenfalls ist es dann auch so, dass ich dann im Folientunnel da nichts mache. Also da habe ich keine Tomatenstäbe oder auch keine Tomatenhaken für die Gurken. Da lasse ich sie einfach in ein Netz hochwachsen und auch ein bisschen auf dem Boden rumwachsen. Da ist es halt so, dass ich da bei den Gurken und auch bei den Melonen Stäbe neben den Pflanzen mit reingesetzt habe, damit ich dann etwas genauer weiß, wo die Pflanze ist. Einfach aus dem Grund, dass ich halt zum Beispiel draußen im Freiland oder in den Hochbeeten habe ich auch Melonen zum Beispiel jetzt reingesetzt, wo ich den ganzen Salat abgeerntet habe, den ich zum Salatpesto zum Beispiel gemacht habe. Und da, wenn es da regnet, dann bekommen sie genug Wasser, werden sie feucht. Beim Folientunnel muss ich dann eventuell gießen oder mit der Pumpe aus dem Sickerschacht, wo ich das dann rauspumpe, die Pflanzen gießen. Aber so, wenn ich jetzt zum Beispiel gießen müsste, muss ich nicht unbedingt Gießwasser, sage ich mal, verschwenden, sondern kann dann direkt in der Nähe von der Pflanze mit Hilfe von diesen Bambusstäben dann gießen. So spare ich mir einfach dann das Wasser. Die restlichen Tomatenspiralen habe ich jetzt für die Wintererbsen, die mitten im Rasen wild aufgegangen sind, genutzt. Die sollen jetzt da einfach schön hochwachsen, damit die Pflanzen einfach mehr Ertrag zum Beispiel auch gibt und besser auch befruchtet werden kann. Und wenn es dann mal zu feucht ist, dass die Früchte auch nicht schimmeln, weil die halt etwas höher ist und nicht einfach so auf dem Boden rumliegt. Und ich finde es halt einfach sehr interessant, dass halt ich diese Wintererbse, die ist im Erdbeerbeet wild aufgegangen das erste Mal, da habe ich sie einfach auch Tomatenstäbe rein und einfach wachsen lassen und dann sind da die Erbsen einfach weiter rausgegangen mitten auf dem Rasen und die kommen da jetzt auch und das nehme ich einfach gerne mit. Und weitere Aufgaben, was jetzt bei mir jetzt zukommen ist, zum Beispiel wie gesagt das Gießen im Tunnel und im Gewächshaus, weil es jetzt die letzten Tage sehr trocken war jetzt oder die letzten Woche und jetzt die letzten beiden Tagen hat es geregnet und beim Regen habe ich dann gleich diese Situation genutzt und habe gleich ins Gewächshaus und im Folientunnel gepumpt. Und sonst bin ich auch gerade dabei, die ganze Zeit bei dem sehr feuchten Wetter auch Schnecken abzusammeln, damit die halt mal die Jungpflanzen auch in Ruhe lassen. Ich tue die auch die Pflanzen mal mit Plastiktüten oder mit einem Glas abdecken, damit vielleicht in der Nacht dann auch die Schnecken nicht gleich die ganzen Jungpflanzen kaputt fressen. Das geht bei dem feuchten Wetter ziemlich schnell.
Und das sind jetzt momentan so meine Hauptaufgaben hier im Garten, mit denen ich mich halt beschäftigen muss, sage ich mal. Und was halt auch sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Deswegen kann es auch manchmal sein, dass ich dann jetzt die nächste Zeit eher weniger Videos hochladen kann. Den Livestream schaffe ich jetzt sowieso zeitlich jetzt nicht mehr. Ich wollte ihn ja einmal der Woche machen. Schaffe ich ja jetzt momentan nicht mehr, weil ich halt mit den Schneckenvorbereitungen, zum Beispiel Jungpflanzen schützen und dann nochmal mit der Stirnlampe rausgehen und Schnecken absammeln, bin ich einfach schon genug bedient und dann ist schon recht spät, wenn ich dann wieder zurück ins Haus komme. Und dann ist es halt auch so, dass halt jetzt bei dem Wetter, wenn ich jetzt zum Beispiel im Folientunnel bin, es halt sehr warm ist, ich fange dann auch an zu schwitzen und ich brauche dann irgendwie ein Bad oder eine Dusche nochmal am Abend. Dann habe ich dann auch ehrlich gesagt keine Lust mehr, um 11 dann irgendwie einen Livestream nochmal zu machen. Das war jetzt ein kleines Update von mir, was ich jetzt momentan im Garten mache, beziehungsweise welche Aufgaben jetzt gerade momentan für mich anstehen, neben natürlich den ganzen üblichen Alltagssachen wie Bokashi aufbereiten, den in den Kompost mit einarbeiten, häckseln, Grünschnitt und alles mögliche von den Leuten abnehmen und dann auch mulchen, Mai auch zum Beispiel. Aber sonst, wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben geben, gerne den Kanal auch kostenlos abonnieren, dabei noch auf die Glocke drücken. Unterstützt ihr mich, das Projekt und auch den Kanal, damit ich weiter wachse und mehr Leute mit anspreche bzw. mehr erreiche. Also da brauche ich auch einfach eure Unterstützung gegen den Algorithmus auch zum Beispiel, auch gerne Freunden, Bekannten und Familie dieses Video teilen, empfehlen, auch gerne diesen Kanal empfehlen. Und wenn ihr noch weitere Unterstützungsmöglichkeiten findet ihr auch unten in der Videobeschreibung für mich und mein Projekt. Und wenn ihr noch zum Beispiel zusätzlich Interesse an Jungpflanzen oder auch andere Produkte vom Permakulturprojekt Peace habt, das findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin. Ciao.